XXL-Schnitzel. Ja, die gibt's hier im Schlemmerwerk. Und hier ist der Herr der Schnitzel. Hallo, Nabend, grüß dich. Hallo, Nabend. Stell dich doch ganz kurz vor mal. Also, mein Name ist Jörg. Ich bin seit dem 1. Juli hier im Schlemmerwerk, im Kraftwerk Fenne. Und ja, wir machen also tagsüber von 6 bis 14.30 Uhr auf, wo es auch täglich ein Stammessen gibt und eine kleine Karte. Und freitagsabends machen wir nochmal von 18 bis 22 Uhr auf oder auch länger, wenn Leute da sind, wo es halt dann freitags immer Schnitzel gibt zum Spezialpreis mit Rahmsoße und alles frisch zubereitet. Den Spezialpreis wollt ihr natürlich wissen. Alles 8,50. Boah, das ist mal ein Wort. Ich zeig's nochmal ganz kurz hier. Also wird wirklich alles komplett hier frisch gemacht, von Hand gemacht, genau. Von dir frisch geklopft gerade eben mit zärtlich gestreichelt und... Und auch das Rohprodukt und die werden halt dann geklopft, meliert, mit Ei und dann auch noch paniert. Klasse. So, Schlemmerwerk, darum geht's ja, das gucken wir uns heute mal an. Wir sind jetzt hier am Freitagabend hier bei dir und man sieht ja, du hast hier gerade ordentlich zu tun. Das stimmt allerdings, es sind schon insgesamt 14 Schnitzel raus und jetzt kommt noch eine Sonderbestellung rein von für einen Stammgast, der möchte zusätzlich noch eine Currywurst, die kriegt er natürlich auch nachher noch. Und die Kleine, wo dabei ist, die will halt Spaghetti statt Pommes, die kriegt auch dann die Spaghetti gekocht. Also sowas ist dann bei euch auch alles möglich? Ja klar, auf jeden Fall. Wir sind auf alle Fälle sind wir vorbereitet und sind auch dann immer alles, was die Karte hergibt, sind wir auch dann da. Klasse. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an, deine Karte, vor allem dann auch, genau, es gibt auch hier das Mittagessen, Stammessen, also... Man geht hier nicht hungrig raus bei dir? Auf jeden Fall nicht, nee. Man kann auch immer Nachschlag verlangen, also das ist auch kein Problem, aber das ist bis jetzt noch nicht vorkommen. Ich meine, die Schnitzel, ich zeig's dir nochmal, also die haben ja schon eine stolze Größe, muss man schon sagen. Und ach, daneben, auch ganz wichtig, die Soße, natürlich auch frisch gemacht, hoffe ich doch mal, denke ich mal. Ist also heute frisch gemacht worden, auch mit frischen Champignons alles. Und ich koche halt, wie gesagt, frisch und deswegen... wäre es halt immer ganz gut, wenn man dann auch beim Mittagstisch, da muss man halt 2-3 Minuten länger warten, aber wie gesagt, es wird halt frisch zubereitet und das ist halt für mich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich hole auch die ganzen Produkte hier aus regionalen Lieferanten und dementsprechend ist das auch immer alles frisch. Das ist schon mal sehr klasse. Klar, okay, es geht schon schnell bei dir, aber immerhin, du bist ja auch kein Fastfood-Restaurant. Nee, auf jeden Fall nicht. Also bei mir gibt es halt, wir haben eine kleine Karte, aber sonst ist nichts Fastfood-mäßig, also nichts Tiefgefrorenes, sondern wirklich alles frisch. Auch die Schnitzel, wenn die alle sind, gehen ich neue hole oder lasse mir von der Firma Schwamm neue bringen und deswegen ist das eigentlich auch ganz gut. Wir haben auch morgens ja auch warmer Fleischkäse, Frikadellen, die hausgemacht sind und so weiter, Pizza, Fleischkäse, normale Wurstwerke, wo wir zubereiten und dementsprechend bekommen wir auch die Backwaren von der Bäckerei Heck aus Klarental, also auch hier im Nachbarort, wenn das sollte mal was alle sein, ist kein Problem, da ruft man den an und da ist innerhalb von 10 Minuten sind die neuen Brötchen und frischen Brötchen alles da, dementsprechend passt das auch. Also wenn jemand jetzt Essen bestellt, wir haben auch hier eine Stammkundin, die wohnt oben in den Hochhäusern, die sitzt im Rollstuhl, also da machen wir auch jeden Mittag das Stammessen hochfahren. Auch die Leute können auch hier freitagsabends anrufen, können ihr Essen bestellen hier im Umkreis und dann werden wir auch das ausliefern. Das ist mal ein toller Service. Du hast es ein paar Mal wir gesagt und hier sehen wir auch schon, du bist natürlich nicht allein, du hast hier eine helfende Hand, die hier gerade sich um den Salat kümmert. Ich guck mal rüber, sie versteckt sich. Ja. Magst du dich trotzdem ganz kurz vorstellen? Hallo, ich bin die Tanja. Die Tanja. Tanja, was ist deine Aufgabe hier? Alles rundherum. So ihm zuarbeiten. Die zuarbeiten. Aber Moment mal, das hört sich so nebenbei nicht mal. Das ist ein wichtiger Job hier. Salat vorbereitet, du machst wahrscheinlich dann die Pommes und kümmerst dich um die Gäste, sorgst dafür, dass alles an den Tisch kommt. Ja, alles, was so rundherum anfällt. Super, perfekt. Tanja, ich sehe schon, du bist gerade ein bisschen im Stress, aber mach ruhig weiter. Kommt nochmal zu dir. Ja. Du bist gelernter Koch? Ich bin gelernter Koch, ja. Und wie kam es dann auf die Idee, von wegen dich der Gastronomie selbstständig zu machen? Na gut, ich wohne hier am Ort, also ich bin auch hier groß und aufgewachsen, bin hier zur Schule gegangen und dann hat sich das hier im April so ergeben, dass halt hier die Kaffeeküche halt leer gestanden hat. Dann hatten wir uns mit dem Betriebsrat und mit dem Betriebsleiter kurz zusammengesetzt, habe mein Konzept vorgestellt, habe mein Konzept bei der IHK eingereicht. Das ist dann auch mein Businessplan, das wurde dann für gut befunden und dementsprechend bin ich seit 1.7. hier
und ja, koche jetzt und mache hier alles, was nötig ist. Auch können auch die älteren Menschen hier, und da geben wir hier auf der Fenne ist ja gar nichts, die können auch hier bei uns anrufen. Wir versorgen die auch dann mit Frischwurst oder mit Frischfleisch, was sie halt haben wollen. Ein Tag später ist das dann da und entweder kommen sie es abholen oder wir bringen es auch dann hin. Du hast schon gesagt gerade eben, genau, Fenne. Also wir sind ja direkt hier auf dem oder neben dem Kraftwerk. Das gehört zum Kraftwerk dazu. Also wir sind hier auf dem Kraftwerksgelände vom Fenne, ja, genau. Aber trotzdem darf jeder kommen, man muss hier nicht Mitarbeiter sein. Nein, es darf jeder kommen, jeder ist herzlich willkommen, auch dementsprechend während der Öffnungszeiten. Und dementsprechend, wir haben auch einen Dartautomat, einen Tischfußball, wo die Leute sich auch dann nicht nur essen können, sie können auch hier einfach was trinken kommen oder Dart spielen kommen. Und das ist halt alles so gewollt und gern gesehen. Und ganz entspannt vor allem mit freitags, vor allem mit den Megaschnitzeln. Ich würde vorschlagen, du machst jetzt gerade noch kurz deine, was heißt kurz, natürlich ganz entspannt und natürlich mit jeglicher Liebe, die es brauchst, die Stellung fertig und dann gehen wir mal kurz in den Gastraum, dann zeigst du es da mal alles. Können wir gern tun. Die Bestellungen sind erstmal abgearbeitet, die hungrigen Mäuler werden gestopft. Jetzt haben wir mal kurz die Zeit, uns mal den Gastraum anzugucken. Genau, gerne. Gehen wir. Das heißt, von hier aus natürlich geht es direkt auch rüber. So, wir gehen mal geradeaus. Das ist ja der Blick, den da sonst keiner hat. Das ist ja quasi heute ganz exklusiv, das heißt hier hinter eurem Tresen. Genau, das ist also unser Tresen, unsere Kaffeemaschine. Hier liegt normal morgens die Frischwurst und Kuchen und so weiter drin. Nebendran ist dann der warme Behälter für den Fleischkäse, Frikadellen, Schnitzel weg etc. pp. Und wenn wir dann hier weitergehen, hier sind noch Getränkekühlschränke. Hier liegen dann die frischen... Langsam. Ich komme mir nicht hinterher, langsam. Hier liegen dann noch die frischen Teilchen, wo man auch von der Bäckerei Heck bekommen und auch den Kuchen und so weiter. Wir liefern auch Brot und so weiter, bekommen wir alles von der Bäckerei Heck hier aus Klarental. Und hier haben wir dann noch unsere Dessertschrank und auch noch Senf für die Mitarbeiter. Größere Ketchupflaschen, wenn jemand was braucht. Auch Zuckermehl haben wir hier. Notfallkäufe für zu Hause dann noch. Genau, also unser Ziel ist ja schon, wir haben ja auch einen Nutzungsänderungsantrag bei der Stadt Völklingen gestellt, dass wir den Raum auch in Zukunft als Tante-Emma-Laden auch nutzen können. Das heißt also, dass nicht jeder, weil wir hier auf der Fenne ja gar nichts haben, dass auch die Leute dann auch hier schnell dann ihr Brot, ihre Butter, ihr Zucker, ihr Kaffee und so weiter. Kleinigkeiten im Alltag, die man noch braucht. Genau, und wenn, wie gesagt, wenn wir was nicht da haben oder eine Fleischbestellung da ist, hier einfach kurz anrufen oder vorbeikommen. Wir besorgen das innerhalb von 24 Stunden. Wir bringen das dann entweder nach Hause oder die Leute können das auch dann hier abholen kommen. Und das super. Also man muss sagen, es ist wirklich riesig hier, wenn man sich mal anguckt. Also allein der Thekenbereich, der Dresdenbereich, also wirklich wow. Da habt ihr ordentlich Platz. Genau, wir haben genug Platz und es ist auch morgens ist auch noch von 9 bis 13 Uhr immer noch die Daniela da, die hier zum Team fest angestellt ist. Und die hat heute Abend leider frei, weil sie halt auch zwei Kinder hat, da holen wir Rücksicht drauf. Und dementsprechend passt das auch. Wir haben auch ein gutes Arbeitsklima, auch das Verhältnis zum Kraftwerk ist sehr, sehr gut, auch zur Betriebsleitung, zum Betriebsrat ist sehr, sehr gut. Wir haben auch schon Stammgäste von den Mitarbeitern des Kraftwerks. Auch die Leitung hat mir auch, beziehungsweise auch der Betriebsrat, hat mir auch draußen das Zelt zur Verfügung gestellt für die Raucher, damit sie auch jetzt beim Regen nicht nass werden mit Bestuhlung und auch Tischen und so weiter und so fort. Also da, super Verhältnis. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich also sagen. Also das Kraftwerk unterstützt mich, wo ich kann. Wenn ich irgendein Problem habe oder sonst irgendwas, brauche ich nur drüben anzurufen. Da kommt sofort jemand her. Auch der Helfgen, muss ich dazu nennen, der mir immer, wenn ich jetzt einen Brunch mache, zum Beispiel, ich mache immer einmal im Monat einen Brunch, sonntags morgens, dann tut der mir immer auf DIN A3 die Plakaten drucken. Das ist super nett. Und jetzt der nächste Brunch ist am 22. Dezember. Das ist ein Weihnachtsbrunch. Von 10 bis 14 Uhr und da kann sich auch jeder hier anmelden. Wegen der Organisation muss man sich da vorher anmelden, wäre halt gut.
Plus, minus 5 Leute gehen immer oder 10, die kriegen wir immer noch unter. Aber es wäre ärgerlich, wenn der 11. wäre, ne? Ja, aber das, selbst der 11. kriegen wir da noch unter. Also der wird dann auch nicht hungrig weggeschickt oder aber so. Sicherheitshalber einfach mal vorher anrufen, Bescheid geben, genau. E-Mail schreiben, sagen, hallo, wir kommen hier mit 25 Mann. Zum Beispiel. Sonst wäre schade, wenn zu wenig Brötchen da wären. Zum Beispiel, aber wie gesagt, die Bäckerei ist ja hier um die Ecke, 10 Minuten von hier. Da kriegen wir also immer, wenn auch selbst mehr, es ist auch schon davor gekommen, dass wir halt auch während der Woche halt die Brötchen halt dann ausverkauft sind. Dann rufen wir an und innerhalb von 10 Minuten haben wir dann frische Brötchen wieder da. Das ist der Blick, den natürlich die Gäste haben, wenn sie hier bei dir reinkommen. Man sieht erstmal, genau. Wow, riesig. Das ist ein bisschen groß, genau. Also wir haben also Platz für jedermann. Wir können auch diesen Raum auch mieten für Veranstaltungen. Bis zu 90 Personen machen wir das. Wir bieten auch Catering an und wird auch rechtlich angenommen, muss ich dazu sagen. Wir haben auch schon eine Hochzeit hier ausgerichtet. Das Hochzeitspaar kommt auch immer noch zum Essen. Die Jugend nämlich auch gerade hier. Die sitzen sogar da? Die sitzen hier, ja. Und dementsprechend kann man diese Räumlichkeiten auch für Geburtstage, auch für Beerdigungscafés und so weiter, kann man die also dann auch buchen bzw. uns anrufen. Der Preis ist, richtet sich immer danach, was gewünscht ist. Wir können uns nach allen Kundenwünschen ausrichten. Es ist alles machbar von A bis Z. Und dementsprechend kommen wir. Einfach mal bei dir melden. Aber genau. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt einfach mal rüber und gratulieren nochmal. Wann haben die denn geheiratet? Vor ein paar Wochen. Genau, Datum weiß ich gar nicht mehr. Ist schon ein bisschen her. Aber da sagen wir doch erstmal, wenn wir denn erstmal guten Appetit, guten Abend und ja, Gratulation euch beiden zur Hochzeit. Dankeschön. Danke. Also, das heißt, ihr habt hier eure Hochzeit mit der ganzen, mit Freunden, Familien hier gefeiert. Genau. Klasse. Was? Sehr schön. Und was ich sehe, ihr habt euch auch für das Schnitzel entschieden heute Abend. Genau. Hab auch schon gehört, ihr seid gerne mal und öfter mal hier. Genau, meistens freitags für das Schnitzel. Genau, bietet sich an. Bietet sich an, genau. Also wer ein deftiges Schnitzel möchte, große Portion, einen schönen Salat dazu, ideal. Super, ist ja also richtig. Darf ich nur fragen, wo ihr herkommt? Aus Völkling. Direkt aus der Nachbarschaft quasi. Ja. Ja, dann, ich möchte nicht länger stören. Nochmal, ja, alles Gute euch beiden und ja, vielen Dank. Klasse. Das ist mein DHL-Bote. Der kommt öfters hierher, kommt auch immer morgens noch sein Frühstück herholen ab und zu. Also, man kennt sich hier, man ist, so perfekt. Auch wenn er ein guter DJ braucht. Also, beim Bruno ist man da sehr gut aufgehoben. Also, er tut auch Musik machen. Er ist auch hier DJ. Wenn ich hier Veranstaltungen habe, werde ich also auch immer auf ihn zurückgreifen. Auch Visitenkarten liegen hier aus. Also wer einen guten DJ braucht, kann sich auch bei uns hier melden. Jetzt gehen wir direkt drüber. So, jetzt, wenn wir schon dabei sind. Abend, grüße dich, hallo. Stell dich doch ganz kurz vor, bitte. Ja, ich bin der Bruno Costa und ich bin hauptberuflich eigentlich Paketdienstleister. Aber nebenberuflich bin ich auch DJ. Super. Und das heißt, du bist natürlich dann auch käuflich, buchbar, mietbar. Ja, genau. Das alles auf einmal. Was für Musik hören wir dann von dir? Alles. 80er, 90er Haus, was modern ist. Also das, was gewünscht wird. Genau. Ja, das ist ja eigentlich eine perfekte Kombination. Man kann hier den Raum mieten, hat hier eine tolle Location. Das Essen kümmerst du dich und die Musik machst du dann. Genau. Klasse. Aber du kommst natürlich nicht hier nur vorbei, um Musik zu machen, sondern ich sehe schon, dein Teller ist hier ratzfatz leer. Ja, natürlich. Ja, muss immer gut unterhalten werden. Nicht nur Musik, auch mit dem Essen. Das macht auch ganz toll und ich bin auch jeden Tag hier, ne? Super. Also das ist meine Aussage. Ja, vielen Dank und wir kommen bestimmt nochmal auf dich zurück hier mit Musik. Nein, das ist natürlich super. Dann fängst du auch die Kombination, dass du das wirklich alles aus einer Hand, außer in einem Haus alles anbieten kannst. Genau, also das ist also für alles gesorgt, für Musik, Getränke, Essen ist alles gesorgt. Man muss dich nur melden und mit uns darüber reden. Wir kriegen alles hin, zu jedem Preis. Ja, muss auch so sagen, normalerweise läuft ja auch Musik hier drin. Die haben wir jetzt ausgemacht hier, da wegen mir wohlgemerkt, muss ich sagen. Aber ansonsten gibt es hier viele Möglichkeiten. Hinten haben wir noch die Möglichkeit hier, ja, da zu spielen. Kicker gibt es. Kicker gibt es, genau. Also wir haben einen Dartautomat. Da kann also jeder, der will, kann freitagsabends hier oder auch wer auch morgens, wer Zeit hat, Dart spielen während der Öffnungszeiten. Auch der Kicker kann man nutzen. Wir haben auch jetzt vor, im neuen Jahr auch mal ein Tischfußballturnier zu machen oder ein Dartturnier zu machen. Also das ist alles in Planung und das wird hoffentlich auch dann auch angenommen. Also ich höre raus, es wird sich einiges tun hier im Schlemmerwerk in Völklingen.
Wir werden noch einiges bestimmt von dir hören und garantiert. Ja, jetzt verrat doch einfach ganz kurz den Zuschauern. Wo genau findet man dich denn? Also Schlemmerwerk ist hier in Völklingen-Fenne in der Hauptstraße, Saarbrücker Straße 135, direkt am Kraftwerk Fenne. Man kann uns eigentlich nicht verfehlen. Wir haben auch einen Banner draußen, Schlemmerwerk. Und wir haben auch einen Hermes. Wir haben auch einen Hermes-Paketannahme-Job, also auch ein Hermes-Schild ist da. Und man kann uns eigentlich nicht verfehlen. Parkplätze sind direkt vor der Tür oder schräg gegenüber. Haben wir von der Stärke auch noch 50 Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen, die unsere Gäste benutzen dürfen. Und also man kann uns eigentlich nicht verfehlen. Super. Verrat mal ganz kurz deine Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten sind von montags bis freitags von 6 bis 14.30 Uhr. Und freitagsabends halt dann, aber nur freitagsabends von 18 Uhr bis 22 Uhr. Oder wenn halt die Gäste noch da sind, noch länger. Und ab und an der Brunch am Sonntag. Und einmal im Monat der Brunch am Sonntag. Der nächste Brunch, wie gesagt, ist am 22. Sonntag, der 22.12. von 10 bis 14 Uhr. Kosten pro Person ist da 12 Euro und kann gegessen werden, solange wie offen ist. Super, das klingt wirklich alles lecker und ich muss sagen, probiert habe ich noch nicht. Das werde ich bestimmt gleich noch tun. Auf jeden Fall, es duftet wirklich richtig, richtig genial hier. Und ja, wir haben es gehört, die Gäste sind alle zufrieden, alle satt und alle glücklich. Ja, und auch schön, man sieht hier auch, Kinder sind auch da. Es ist wirklich für die ganze Familie gedacht hier. Genau, also die Kinder sind hier herzlich willkommen, haben ja hier Platz genug, um zu laufen. Was wir auch noch planen, ist eine Spielecke für Kinder, dass die auch sich dann auch in der Zeit, wo dann die Eltern hier oder so sind, dass die sich auch dann hier austoben können, genau. Jörg, ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir und auch bei Petra, die sich, guck mal, da kümmert sich schon wieder um die Gäste, immer im Einsatz. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank euch beiden, dass ihr uns das Ganze mal gezeigt habt und ich kann dafür sagen, ja, einfach mal vorbeikommen, hier Schlemmerwerk, Völklingen und einfach einen schönen Abend oder eben auch Mittag genießen. Alles klar. Jörg, wir kommen bestimmt wieder. Ich sag Dankeschön, bis dann. Bis dann.